Schönen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe marxistische Schwarmintelligenz, das habe ich ja jetzt neu gelernt, dass Sie anders sich einsortieren. Die Debatte heute findet statt, und das kommt immer wieder durch, vor dem Hintergrund, dass wir am Sonntag eine Bundestagswahl hatten. Und viele von uns sind geprägt und stark beeinflusst von dem, was da als Ergebnis war. Und wir haben in ganz, ganz unterschiedlicher Form Hausaufgaben aufbekommen. Man kann mit allem Respekt sagen, die Wahl war für die Bundeskanzlerin ein Erfolg. Das fällt ja keinem Zacken aus der Krone, wenn man das anerkennt. Und alle anderen haben unterschiedlich ihre Hausaufgaben zu machen. So ist das einfach. Und wir machen unsere, das ist alles nicht immer ganz einfach, aber wir machen unsere und arbeiten weiter da, wo wir hier hingestellt worden sind. Das ist unsere Aufgabe. Und Herr Kollege Laumann, ich habe Ihnen sehr, sehr aufmerksam zugehört. Und ich war völlig verdutzt, als Sie angefangen hatten damit, dass der Haushalt ohne neue Ideen und ohne neue Projekte ist. Und ich habe die herzliche Bitte an Sie, machen Sie uns nicht unsere beiden Regierungsfraktionen wuschig. Wir bemühen uns, mit den Fraktionen zu ringen, dass der alte Ungeist, neue Projekte zu machen, die viel Geld kosten, zugunsten einer sparsamen, vernünftigen Haushaltslinie den Gedanken trägt. Und Sie stellen sich hier einfach hin und tun so, als ob man den Pott packen könnte und neues Geld auf den Markt schmeißen könnte. Und das geht nicht. Das wissen Sie gut genug. Und dann haben Sie, ja, die ganze Rede war ein ziemlicher Trödelmarkt, das will ich Ihnen sagen, ziemlicher. Und als der Kollege Römer gesagt hat, wo war der rote Faden, da haben Sie dazwischen gerufen, den werden Sie bei mir nicht finden. Das war auch richtig so. Aber ich will auf das nach vorne gehen, was wirklich Aufgabe jetzt ist. Und wir sind ja vor einer Situation, dass im Bund eine Regierung gebildet werden muss. Und möglicherweise kommen Sie, Sie haben ja immer so eine Vorliebe für Fegefeuerbilder, da gibt es jetzt ein Fegefeuer und entweder wird es Biomasse befeuert oder Steinkohle, aber es gibt eins. Und Sie können noch Spaß haben, weil der Laschet liegt oben am Fegefeuer und nicht Sie, so wie es aussieht. Es braucht weniger Glut, das ist richtig. Aber ich möchte ganz, ganz ernsthaft auf die Aufgabe, ja, da ist weniger zu grillen, aber jetzt lass uns mal zum Thema kommen. Aber lassen Sie mich auf die Aufgaben kommen, die in Teilen angesprochen worden sind, die wirklich vor uns liegen und die diese Bundesregierung lösen muss. Und bei allem, was man an eigener Arbeit in seiner eigenen Partei hat, eins haben wir geschafft. Der Kurs, den die vorherige Bundesregierung gemacht hat, sehr oft zum Schaden dieses Landes, wo Probleme nicht gelöst worden sind oder zu unseren Ungunsten gelöst worden sind. Der Kurs geht auf keinen Fall so weiter. Und das sind wichtige Punkte, an denen Sie werden mitarbeiten müssen, weil Sie kommen da auf gar keinen Fall raus. Und ich will sechs Punkte ansprechen. Ich will als erstes die Frage der Infrastruktur ansprechen. Wir wissen, dass wir einen Sanierungsstau haben bei Brücken. Das sind Brücken, die sind in den 70er gebaut worden. Da wogen durchschnittlicher Lkw 26 Tonnen. Jetzt wiegen die 46 Tonnen und wir haben eine Infrastruktur, die sehr gut ist, die wir brauchen. Aber wenn Sie Pressemeldungen verfolgen, dass eine Firma mit Schwerkranen nur noch zwei Brücken über den Rhein nutzen kann, dann wissen wir auch, dass es absolut dringend notwendig ist, dass der Bund ein Sanierungsprogramm macht für Bundesautobahnen und Bundesstraßen, für die Brücken. Und das Volumen für Nordrhein-Westfalen für die nächsten 10 Jahre liegt bei rund 4,5 Milliarden Euro. Und wir sagen, finanziert es über eine Ausdehnung der Lkw-Maut auf alle Lkws ab 3 Tonnen, von uns aus gebunden in einen Fonds, der nur für die Sanierung der Maßnahmen ist, damit diese Infrastruktur nicht verludert, sondern erhalten werden kann, weil wir sie dringend brauchen. Das ist eine Aufgabe, die auf jeden Fall gelöst werden muss. Ich kenne keinen Vorschlag der Bundesregierung dazu. Was nicht geht, das will ich auch ganz klar sagen, ist an der Stelle eine Pkw-Maut, so wie der Kollege Seehofer aus Bayern das möchte, für Ausländer schon gar nicht, wir wissen alle, wie es EU-Recht ist, aber ich halte auch eine Pkw-Maut für Binnenländer für unvernünftig und gerade für die nordrhein-westfälischen Pendler für schädlich. Also, eine der ganz großen Hausaufgaben, Infrastruktur, und es muss gelöst werden an der Stelle, und wir reden über 4,5 Milliarden für NRW. So,
Ich will als Zweites auch ansprechen die Kommunen. Und in der Rede, die Sie gehalten haben, Herr Kollege Laumann, da ist ein Punkt aufgetaucht, zu dem wir ja hier schon mal mit drei Fraktionen einen gemeinsamen Antrag gestellt haben in der Zeit der Minderheitsregierung. Da haben wir gesagt, die Kommunen gehen in die Knie, weil sie die Soziallasten in der Höhe nicht tragen können. Und es ist ja richtig, dass wir über den Bundesrat dafür gesorgt haben, dass ein Teil passiert ist. Aber wir wissen auch, dass die Frage der Eingliederungshilfe eine ist, die gezahlt werden muss, vor der aber unsere Kommunen alle in die Knie gehen. Und es ist nicht eine Schuld irgendeiner Kommune, die schlecht gewirtschaftet hat, sondern es ist eine Leistung, wo wir aus meiner Sicht damals einen Konsens hatten, den man auch weitertragen müsste, dass das an der Stelle passieren muss. Das betrifft vor allen Dingen die Eingliederungshilfe, es betrifft aus meiner Sicht auch die Kosten der Unterbringung. Das ist die zweite Baustelle. Die dritte Baustelle, die gemacht werden muss, und die ist komplex und schwierig, und wir sind alle in jedem Fall beteiligt, weil die Bundesratsmehrheit, die Bundesratsländer, wir wissen nicht, wie die Regierungsbildung Hessen im Bund ausgehen, aber wir sind über die Bundesratsmehrheiten, ja, Bildung, Mehrheitsbildung, dort alle beteiligt. Das heißt, die Frage des Finanzausgleiches zwischen den Ländern, die Frage, was kommt in Entwicklung des Soli Ost, ich weiß auch, dass Verträge zu halten sind, aber der Zustand, dass unsere Kommunen mit Millionenbeträgen einen Aufbau Ost finanzieren, der bitter nötig war. Aber wenn man manchmal jetzt genau hinguckt, man auch denkt, er könnte etwas abgeschmolzen werden und es könnte anders laufen. Und die Frage des ganzen Ausgleichs zwischen den Ländern, die ja Ende 2019 ansteht, muss vorbereitet werden und vernünftig gemacht werden. Das ist die dritte Aufgabe an der Stelle. Vierte Aufgabe, das Kooperationsverbot. Das Kooperationsverbot für Schulen muss aus unserer Sicht fallen und es sollte jetzt im Bund auch auf der Tagesordnung stehen und dort gelöst werden, weil es vernünftig ist, wenn der Bund sich da anders beteiligt. Fünfter Bereich. Das ist aus meiner Sicht der ganze Bereich der Energiepolitik. Der ist mehrfach angesprochen worden. Aber was ist passiert im Bund? Es ist im Oktober 2010 der Atomausstieg rückgängig gemacht worden, um ihn dann nach dem Unglück März 2011 in Fukushima zu beschließen. Das ist aber die einzige vernünftige energiepolitische Entscheidung in den letzten 4 Jahren gewesen. Danach war Agonie und Stillstand. Und das, was wir jetzt an Diskussionen haben, ist ja eine Diskussion über eine maximale Verunsicherung für alle Investoren. Also diejenigen, die Kraftwerke bauen wollen, neue, moderne, effiziente Gaskraftwerke, diejenigen, die Pumpspeicher bauen wollen, sagen uns alle, wir können es nicht, weil im Bund nichts entschieden worden ist. Und wir wissen, dass der Bund keine Strategie hat. Masterplan Energiewende fehlt, müsste gemacht werden, ist dringend notwendig. Bereich Gebäudesanierung, Bereich Ausbau Erneuerbare. Da ist Mama schwadroniert worden von einem ungezügelten Ausbau der Erneuerbaren. Ich sage Ihnen, wir sind bei 25%. Das Ziel der Bundesregierung Merkel lag bei 35% für 2020 in 6 Jahren. Ich habe noch mal nachgeguckt, das Wahlziel der Sozialdemokraten in ihrem Programm lag bei 45% 2020. Das heißt, es geht um einen kontinuierlichen weiteren Ausbau. Und ich verkenne überhaupt nicht, dass in der Novellierung Sachen neu und vernünftig und anders geregelt werden müssen. Wir haben diskutiert, es gibt Teilelemente in den Zahlungen bei den Erneuerbaren, wie die Marktprämie und anderes, die erst mit Schwarz-Gelb reingekommen sind, die rausgehören, weil sie überhaupt nichts bewirken. Alleine die Marktprämie im Bereich Wind sind über 200 Millionen, die gehört da nicht rein. Der Wildwuchs bei den Umlagen, gerade die Befreiung für energieintensive Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, ja, aber doch nicht in einer solchen Kraut- und Rübenoperation, wie das von Herrn Rösler gemacht worden ist. Insofern muss man das, ja, das Stichwort Altmaier ist ein sehr hilfreiches Stichwort. Ich will Ihnen sagen, Sie haben ja immer Spaß daran, hier den Wirtschaftsminister wahlweise gegen Herrn Remmel oder mich zu stellen. Ich habe erlebt in den letzten Jahren in der Energiepolitik, wenn der Herr Altmaier einen vernünftigen Vorschlag machte, zum Beispiel Beteiligung der Bürger an der Finanzierung des Netzausbaus, hat es keine 3 Minuten gebraucht, bis dass der Bundeswirtschaftsminister das dementiert hat. Das ist jedes Mal wieder gewesen. Komplette Bremse, kompletter Stillstand. Und es waren 2 Bundeswirtschaftsminister aus der FDP. Und deswegen muss ich sagen, bei allem, was man mit dem Wahlergebnis zu tun hat, dass das aufhört, ist alleine ein Fortschritt und war den Wahlabend wert. Und ich will Ihnen sagen, es gibt eine ganz wichtige Debatte in der Frage. Wir diskutieren ja mit vielen, die Kraftwerke betreiben und herstellen. Das ist sehr unterschiedlich, die Situation. Wir müssen diskutieren die Frage der Kapazitätsmärkte.
Das ist einfach ein Teil der Aufgabe. Versorgungssicherheit hat einen Preis, es ist eine Leistung. Aber wie man das genau macht, dazu gibt es keinen Vorschlag der Bundesregierung. Es gibt einen vom VKU, es gab einen grünen Vorschlag, es gab intensive Diskussionen. Das zu gestalten, transparent durch Ausschreibung und moderne und hocheffiziente Kraftwerke zum Bau zu bringen, das ist die Zielsetzung dabei. Und dazu ist nichts gekommen. Und letzter Punkt im Energiebereich. Wir haben 4 kommunale Projektvorhaben für Pumpspeicher in Nordrhein-Westfalen, die geplant werden, die wir auch unterstützen. Aber alle 4 sagen uns, sie werden investiv entschieden erst 2017, weil unter den Bedingungen, die diese Bundesregierung uns hinterlassen hat, lassen sich keine Investitionsentscheidungen an der Stelle treffen. Insofern ist es dringend notwendig, sich dieser Aufgabe zuzuwenden. So, und lassen Sie mich einen 6. Punkt vor den Hausaufgaben ansprechen. Der ist nicht dramatisch, aber es gibt jetzt eine Chance, ihn zu lösen. Das ist die Frage der Konversion. Wir haben den Verlust von 10.000 Dienstplätzen in der Bundeswehr hier in den nächsten Jahren. Und es ist ja eigentlich ein schöner Prozess, dass wir die Bundeswehr immer wieder deutlich reduzieren können. Aber es ist für die Standorte, ich denke da gerade an den bei Herrn Laumann oben in Rheine, für die Standorte ist es natürlich eine Situation, wenn da 1.600 Arbeitsplätze weggehen. Das ist schon eine Betriebsschließung. Und wir haben dazu in Nordrhein-Westfalen den kompletten Rückzug der britischen Streitkräfte mit 20.000 Plätzen. Auch innerhalb dieser Spanne, manche ein bisschen eher. Und genau jetzt ist die Chance an der Stelle. Es werden große Flächen frei, in den Innenstädten dafür zu sorgen, dass der Bund einen Schritt macht und nicht an der Stelle die BIMA maximal verwertet, aber in den Innenstädten zu sorgen, dass sozialer Wohnungsbau und andere Investitionsmöglichkeiten da geschehen können. Und ich kann mich erinnern, dass es 2007 mal eine Regelung gegeben hat, wo 100.000 Hektar vom Bund aus militärischen Flächen den Ländern für Naturschutz zur Verfügung gestellt worden ist. Also wäre es lohnend, jetzt einen Impuls zu machen und zu sagen, aus dem, was britische Streitkräfte und die Bundeswehr räumen, einen Impuls in den Städten in Richtung sozialer Wohnungsbau und im ländlichen Raum für Gewerbe, Wohnungsbau und auch für Freizeit und Naturschutz. Da ist jetzt genau die Stelle, wo die Hausarbeit erledigt werden kann. Wenn es jetzt nicht passiert, wird es nicht kommen. Das heißt, es gibt eine Reihe von Hausaufgaben, die da zu lösen sind, und darum muss man sich kümmern. Und unsere Arbeit hier neben dem ist, diesen Haushalt zu diskutieren, der heute eingebracht worden ist. Ich habe mir auch mal in der Vorbereitung die Haushaltsreden der Jahre 2011, 2012, 2013 noch mal durchgelesen, weil das ist ja, kommt einem immer so schnell vor. Wir haben in der Minderheitsregierung die Haushalte gemacht, das ist ja auch schon der zweite, den wir dieses Jahr diskutieren. Und man sieht dann doch, dass manche Aufgeregtheiten der Debatte sich ein bisschen relativieren. Es hat immer die Klage gegeben, ihr seid mit den Haushalten nicht schnell genug. Im Mai Landtagswahl, dann mussten wir ihn ja erst neu aufstellen, dann kam er erst im Herbst. Wie sollte das anders gehen? Handwerklich war immer Vorwurf. Aber die Luft ist raus. Wir sind jetzt in der normalen Taktung. Dieser Haushalt wird jetzt eingebracht, wird dieses Jahr noch verabschiedet und ist damit pünktlich fürs nächste Jahr da. Das ist alles ein Stück weit eine ganz normale Arbeitsentwicklung. Und was ich auch sehr, sehr bemerkenswert finde, wenn man sich die Linie der Neuverschuldung anguckt, dann ist das natürlich ein ganz anstrengender Prozess. Aber es geht sukzessive runter. Und wenn ich die Zahlen vergleiche, der letzte Haushalt, den die CDU/FDP eingebracht hat, sah ja Neuverschuldungen vor, 2010 6,7 Milliarden, 2011 6,7, 2012 6,6, 2013 6,5, vor dem Hintergrund der Annahme von steigenden Mehreinnahmen von 4,7 Milliarden. Nicht ausgeblendet, sondern da drin. So, und wir haben jetzt eine Strecke, 2011 4,8, 2012 3,6 plus ehrlicherweise 1 Milliarde WestLB, 2013 3,4 und 2014 2,4, mit der mittelfristigen Planung 2017 1,4 Milliarden. Das ist die Strecke, es geht sukzessive runter. Das heißt auch, man kann nicht beliebig viele neue Projekte aufs Gleis schieben, obwohl es viele sinnvolle Projekte gäbe, die man gerne machen würde. Aber es geht nicht. Es braucht an der Stelle Disziplin und Sparsamkeit in den Fraktionen. Ich bin den Fraktionen auch dankbar, dass das bisher konsensual so gemacht werden konnte, dass man an der Stelle die schwierige Haushaltslage eingesehen hat. Ich wünsche mir auch, dass das weiter so geht. Und wir hätten dann innerhalb dieser Jahre bis 2017 rund 5 Milliarden Euro die Neuverschuldung abgesenkt von dem Punkt, wo wir angefangen haben mit der Regierung in der Minderheit. Das ist aus meiner Sicht eine vernünftige Bilanz. Dann gibt es immer wieder die Klage der christdemokratischen Kollegen, dass die Haushalte steigen trotz höchster Steuereinnahmen. Und wenn man sich dann anguckt,
Man fragt sich ja auch, wenn die Steuereinnahmen so steigen, wo sind denn die Punkte in den Haushalten, dass wir nicht noch stärker runterkommen in der Neuverschuldung? Das ist ja die Frage, die sich normal stellt. Und wenn ich mir dann angucke, dass der Haushalt 2014 gegenüber dem Nachtrag 2018 1,8 Milliarden an der Stelle Mehrausgaben hat, aber dann genau zugucke, was ist es denn? Dann ist es der größte Brocken, 722 Millionen für unsere NRW-Kommunen. Das ist eine Ausgabe, aber es ist deren Teil an gestiegenen Steuereinnahmen. Insofern müssen wir es uns als Ausgabe vorhalten lassen, aber wir geben nur das weiter, was denen zusteht, was in den 5 Jahren vor ihnen an vielen Stellen weggenommen und vorenthalten wurde. Insofern sind wir da korrekt. Und es sind die 450 Millionen Grundsicherung im Alter, die vom Bund kommen, weil wir im Bundesrat eine starke Rolle spielen. Die kommen vom Bund, aber sie zählen als Mehrausgabe. Insofern muss man auch fairerweise sagen, da sind wir schon bei deutlich über einer Milliarde Mehrausgaben, die wir gar nicht reduzieren können. Dann kommen 210 Millionen aus dem Hochschulpakt obendrauf. Glauben Sie mir, ich sage das ganz ehrlich, es war nicht nur ungeteilte Freude, als die Bundesforschungsministerin gesagt hat, sie packt 2 Milliarden obendrauf. Ich habe ja nur selber ein studierendes Kind, das nächste macht vielleicht irgendwann anfangen. Dann wissen Sie, wie es an den Hochschulen ist, und Sie wissen auch, dass es nötig ist. Aber wenn die Bundesministerin 2 Milliarden obendrauf packt, dann sind wir sofort mit 100 Millionen dabei. Und ich gönne es der Wissenschaftsministerin und unseren hochschulpolitischen Kolleginnen. Aber sie denken auch immer, wir wollen doch die fallende Linie hinkriegen. Insofern ist das die Dualität. Wir machen es natürlich, weil wir den doppelten Abiturjahrgang haben. Aber die 210 Millionen Mehrbelastung kann man uns doch nicht negativ anrechnen, sondern es ist die Kofinanzierung zu dem, was der Bund macht. Und wir müssen es auch aufbringen. Das gehört auch dazu. Wir haben 126 Millionen Unterhaltskosten für die U3-Plätze. Auch das ist eine hervorragende Bilanz, und das geht gar nicht anders. Man muss sich immer wieder vorstellen, was wir schaffen. Wir schaffen ein zusätzliches, komplettes System. Ich kann mich erinnern, wie meine Kinder in den Kindergarten kamen, dass wir durch die Gegend gegangen sind und gesucht haben nach einem Kindergarten, der sie aufnahm. Wir mussten uns bewerben. Ja, das ist jetzt gute 20 Jahre her. So, und heute fügen wir diesem System ein komplettes System dazu. Das ist eine unglaubliche Leistung. Und die kostet Geld. Und es sind Anstrengungen. Ich habe das ja neulich schon in der Debatte gesagt. Wir haben die Zahl geschafft. Wir haben die 157.000 Plätze geschafft. In einer Titanenanstrengung zum Schluss. Ministerin Schäfer, die Mitarbeiterin, die Fachkollegin, die das bearbeitet haben. Das kostet dann auch Geld. Und das ist auch in Ordnung, weil wir alle gelernt haben, dass das, was wir an der Stelle sinnvoll in Bildung stecken, in alle Bereiche, uns hilft und auch tatsächlich eine Zukunftsinvestition ist. So. Wir haben 246 Millionen Mehrausgaben für Personal, für Pensionen, für Beihilfen und für das, was wir umsetzen an Tariferhöhungen. Wer will bestreiten, dass das das Mindeste ist, was wir machen müssen? Wir müssten eigentlich mehr, wir wollten eigentlich mehr, aber wir haben den Gesamthaushalt und müssen vor dem Hintergrund der Rückführung der Neuverschuldung da an der Stelle den Schnitt machen, den wir unvermeidlicherweise jetzt gemacht haben. Das ist nicht zu ändern. Aber das ist obendrauf gekommen. Und dann bleibt ein ganz kleiner Rest gestaltender Politik. 7% hat der Finanzminister vorhin gesagt, das, was wir machen, was wir lassen könnten. Das sind diese 110 Millionen Kiebitz, auf die wir uns verständigt haben, wo wir tatsächlich Personalverstärkung machen in sozialen Brennpunkten, weil das an den Stellen bitter notwendig ist. Wenn das der ganze Luxus ist, den die beiden Fraktionen sich gönnen, dann kann man dazu stehen. Das ist jedenfalls eine vernünftige Maßnahme im Interesse der Kinder. So, das heißt, wir bleiben dabei. Wir sind fair zu den Kommunen. Und auch die Solidaritätsumlage, über die wir jetzt streiten, so hart wie sie ist. Wir haben viele Kommunen aus der Haushaltssituation rausgeholt. Und wir können es nicht alles alleine vom Land machen. Das ist an der Stelle die Situation. Aber wir sind fair mit den Kommunen umgegangen. Ich will gar nicht erinnern daran, dass wir ihnen den Grunderwerbsteueranteil wiedergegeben haben, der ihnen weggenommen war, und den Anteil an der Erhöhung auch. Das sind ja Gestaltungsräume, Einsparmöglichkeiten, die wir abgegeben haben. Wir haben es anders gemacht. Wir haben im gesamten Bildungsbereich den Schwerpunkt durchgehalten. Das heißt, die Leitlinie, kein Kind zurücklassen, wird an der Stelle von uns, soweit wir es irgendwie können, umgesetzt. Ich habe die 157.000 U3-Plätze angesprochen. Wir lassen die Demografiegewinne in der Schule jetzt
weil wir mit der CDU einen Pakt geschlossen haben, mit der CDU das Schulgesetz geändert haben und versprochen haben, dass wir die Klassen unten in den Eingangsbereichen kleiner machen. Wir halten uns an die Absprache und dann können wir da nicht Tausende, Zehntausende von Stellen abbauen, sondern setzen das so um. Und wenn man sich die Bilanz anguckt, da kann man doch stolz drauf sein. Es werden jetzt zum Schuljahr 42 neue Sekundarschulen in Betrieb gehen und 30 neue Gesamtschulen. Und die Gesamtbilanz in den 2 Jahren, in denen wir dieses Gesetz zum Wirken gebracht haben, sind 84 neue Sekundarschulen und 58 neue Gesamtschulen in NRW. Und zwar überwiegend im ländlichen Bereich und gerade auch, ich gucke ja immer auf den Kollegen Laumann, auch in seinem Bezirk, ich glaube, 3 neue Gesamtschulen im ländlichen Bereich im Kreis Steinfurt. Also eine Akzeptanz. Und wir haben zusammen entschieden, es entscheiden die Kommunen an der Stelle. Und sie machen das in Kenntnis der Schulentwicklung, Schülerentwicklungszahlen. Und sie machen es an der Stelle vernünftig. So, das, was den Hochschulbereich angeht, habe ich angesprochen. 210 Millionen zusätzlich im Hochschulpakt. Das ist eine Anstrengung, die ist nötig. Wir haben den doppelten Abiturjahrgang, der fordert alle heraus. Und das beschreibt, glaube ich, am allerbesten den Weg, den wir da gehen. So machen wir das jetzt. Das ist unser 4. Haushalt, den wir hier einbringen. Er wird in den Fachausschüssen sicherlich sehr intensiv diskutiert werden. Wir werden gucken, was es an Änderungsvorschlägen von der Opposition gibt. Es gibt kein Dogma, dass ein Antrag, auf dem oben CDU und ein anderer Stempel draufsteht, abgelehnt wird. Das haben wir in der Minderheitsregierung natürlich nicht gemacht. Wir machen es auch jetzt nicht. Wir erleben es jeden Plenartag. Es müssen dann nur Vorschläge sein, mit denen man auch wirklich umgehen kann, die dann auch einen substanziellen Vorschlag beinhalten. Das, was beim letzten Mal gekommen ist in Richtung Schulassistenzen, konnte man vorn und hinten vor den Einsparzahlen nicht gegenrechnen. Insofern sind wir offen in der Debatte, wir werden das gründlich machen. Und wir werden die Haushaltsdebatte führen und alle anderen Hausaufgaben, die ich im Eingang angesprochen habe, müssen jetzt in Berlin gemacht werden. Und wir begleiten das von hier aus sicherlich kritisch und konstruktiv. Dankeschön.